Hallo zusammen, heute mal wieder aus dem heimischen Studio mit einem Thema, das etwas theorielastiger ist. Und deswegen kann man es auch super von hier aus bestreiten. Und zwar, warum Bodybuilding nicht gesund sein muss. Hier kann man bereits schon wahnsinnig ausschweifen und philosophisch werden. Das Wort muss. Ja, man kann Bodybuilding gesund betreiben. Und es wäre auch gut, es gesund zu betreiben. Zum gewissen Maße muss man das auch tun, wenn man langfristig denkt. Aber, und das ist der Kernpunkt, worum es hier geht und was für viele Missverständnisse sorgt bei anderen von meinen Videos, wie zum Beispiel bei den ungesundesten Übungen oder auch bei den gefährlichsten Übungen. Da gab es zuhauf Kommentare über dieses Missverständnis. Dass es ja, wurde immer wieder angemerkt, blödsinnig ist, dann diese Übungen zu machen oder dann braucht man den Sport überhaupt nicht mehr machen oder frustrierte Nachrichten und Kommentare, die dann kamen, ach, dann kann ich ja direkt alles weglassen und zu Hause bleiben oder ich mache sie trotzdem oder sonst irgendetwas. Hier zum kleinen Disclaimer, diese Videos wurden nicht gemacht, um euch zu sagen, und das habe ich darin auch nicht wortwörtlich gesagt, lasst diese Übungen sein. Ja, im Titel steht, vermeide diese Übung natürlich im Kontext, und das ist das Tolle, nicht nur Überschriften lesen, man muss sich das Video angucken, im Kontext dazu, wenn man möglichst gesund bleiben möchte. Aber ich stelle in den Videos auch etwas klar, was ich hier schon einmal gemacht habe, und hier da ein anderes Video dazu an dieser Stelle, dass Bodybuilding nun mal kein Gesundheitssport ist. Und auch hier wieder, was heißt das? Das heißt nicht, dass man ihn nicht gesund machen kann oder sollte. Es folgt keine Empfehlung und es folgt auch kein Ausschluss. Aber, und da kommen wir wieder zu dem Hauptpunkt, es ist nicht Priorität. Die Priorität von Bodybuilding steckt bereits im Wort. Wir wollen den Körper damit bilden, ausformen. Es ist rein kosmetischer Natur. Und hier muss man jetzt eine Definition und eine Abgrenzung zu anderen Begriffen wählen, die damit oft im Zusammenhang stehen, nämlich Krafttraining oder auch Fitnesstraining. Vor kurzem wurde schon mal angemerkt, ich sollte meinen Kanal eigentlich Gotti Bodybuilding und nicht Gotti Fitness nennen. Ein kluger Kommentar, der sich genau darauf bezieht, denn ja, ich kümmere mich ums Bodybuilding. Das bedeutet, diese Hubbel unter der Haut zu generieren, möglichst viel Fleischmasse. Das ist das Ziel hier. Es ist kosmetischer Natur, weil es die Optik betrifft. Funktion und Leistungsfähigkeit sicherlich nicht, denn das sind meist sinnlose Muskelmassen, die man mit sich schleppt. Und da gab es auch die ersten Einwände, aber Muskulatur ist doch gesund, im hohen Alter sollte man die haben und die stützt doch die Körperfunktion und so. Ja, aber dann sollte man auch so trainieren, dass man genau das tut. Aber ein Bodybuilder hat sinnlose Massen an seinem Körper, wo man sie einfach nicht braucht. Wer braucht denn hier bitte das hier, das? Das wird kein Skelettmuskulatur irgendwie unterstützen. Ein normaler, ausgeformter Trizeps, wie ihn da draußen die Leute haben, nicht unbedingt die Bürohengste, die keinen Sport machen, reicht vollkommen aus dafür und ist sogar letzten Endes gesünder, weil diese Massen einfach nicht auf Gelenke drücken oder sonst irgendwas. Das passiert beim Trizeps etwas weniger, aber klar, wenn ich 70 Kilo wiege und dabei muskulös bin und ausdauernd und fit, ist das gesünder für meinen Körper, als wenn ich 95 Kilo wiege, so wie jetzt, mit all diesen sinnlosen Massen, die ich nicht brauche. Und ja, auch da, es gibt Versionen von 95 Kilo schweren Leuten, die das Ganze gesünder gestalten können oder für die das gesünder ist von Natur aus. Aber es ist hier einfach keine Priorität und so geht es auch bei den Übungen zu. Wenn eine Übung besonders gut ist, um einen Muskel auszuformen, nehmen wir mal Seitheben, dann ist das nicht unbedingt funktionell, denn das werden wir im Alltag so gut wie nie brauchen. Und auch der mittlere Delta, den so auszuprägen, ist nicht funktionell. Und auch Kraft generiert es nicht, denn es ist keine Kraftübung. Dann könnt ihr eher Schulterdrücken machen und die Hauptübungen machen oder dergleichen. Und fitter werdet ihr dadurch auch nicht. Dann würdet ihr auch etwas anderes machen. Das ist Bodybuilding. Und ja, es kann sogar sein, dass manche Übungen einfach nicht besonders gesund sind, fördernd, gesundheitsfördernd oder langfristig gut, aber dafür nun mal die besten Übungen, um Masse aufzubauen. Und wir machen es trotzdem. Ich habe das immer mit einer Parallele verglichen, mit einer Analogie zu Breitensport. Viel Breitensport, oder nee, einiger Breitensport ist nicht besonders gesund. Und dazu gehört unter anderem Basketball, der größten Leidenschaft im Sportbereich meines Lebens. Wenn es danach geht, ob dieser Sport gesund ist, müsste er geradezu verboten werden, denn er ist nicht gut für die Gelenke. Der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen, innerhalb von 2 Stunden 1000 Mal zu springen. Und das möglichst auch noch unkontrolliert. Das ist ein enormer Verschleiß und es gibt kaum einen Basketballspieler, der diesen Verschleiß nicht schon ab dem 30. oder 35. Lebensjahr spürt.
Ja, da geht es denen, der keinen Sport gemacht hat, wesentlich besser mit. Und genauso ist es bei vielen Sachen im Bodybuilding. Und ja, auch wenn ich eure absoluten Kernübungen des Bodybuildings angreife und ich wusste schon, dass dort wirklich viele negative Kommentare kommen. Kniebeugen, Kreuzheben. Dann heißt es noch lange nicht, dass nur weil ihr sie bisher beschwerdefrei ausgeführt habt und dass es auch eine gesunde Übung ist. Denn Fakt ist, da entstehen die meisten Verletzungen und Verschleißungen, die es überhaupt gibt in dem Sport. Selbst wenn ich Kniebeugen also perfekt beherrsche, aber nur mal steigere und steigere und steigere, dann habe ich nach 5 bis 10 Jahren ein solches Gewicht, das hat die Natur schlichtweg gar nicht mehr vorgesehen, dass wir das machen. Von Natur aus nein. Und ja, das ist nie ein ausschließliches Argument von Natur aus. Aber dennoch ist es ein Argument, ein Indiz dafür, nachdem wir uns immer so ein bisschen richten können mit unserer Intuition, dafür ist unser Körper nicht geschaffen. Und dann 150 Kilo auf dem Buckel zu haben, um damit 10 bis 20 Wiederholungen zu machen, da gibt es nun mal einen größeren Verschleiß bei den Knien. Ja, und es gibt da draußen robuste Naturen und ich bin glücklich, dass ihr das schafft. Aber das heißt nicht, dass das bei jedem so ist. Genauso wie die Analogie, es gibt auch Leute, die können rauchen, rauchen, rauchen ab ihrem 14. Lebensjahr bis sie 90 sind und haben noch keinen Krebs bekommen und keine großen negativen Schäden. Deswegen aber einen Kommentar zu verfassen, hey, Leute, ist doch alles Quatsch, Rauchen ist doch gar nicht so ungesund. Ich mache es doch auch, seitdem ich 14 bin und mir ist nichts passiert, ist einfach ziemlich unüberlegt und dumm. Deswegen hier nochmal betont, Bodybuilding ist kein Gesundheitssport. Bodybuilding macht ihr auch nicht, um fit zu werden, auch wenn ihr fitter werdet im Bodybuilding, besonders in den ersten Jahren. Und es ist auch nicht, um Kraft aufzubauen, auch wenn ihr Kraft aufbauen werdet. Das sind alles Nebeneffekte. Wenn ihr aber hauptsächlich Kraft aufbauen wollt, macht Krafttraining. Dann trainiert ihr in einem anderen Wiederholungsbereich, mit anderen Prioritäten, mit einer anderen Energieversorgung. Und wenn ihr fit sein wollt, dann macht ihr es sogar ziemlich anders. Dann geht ihr viel mehr in den Cardio-Bereich rein. Höchstens so ein bisschen die Grundmuskulatur wird mitgesteuert, sodass ihr auch wirklich damit fit werdet. Aber dann werdet ihr keine Massen mit euch rumschleppen. Und diese Unterscheidung ist enorm wichtig und hilft euch sogar dabei, euren richtigen Trainingsplan zu finden und das einzuordnen. Das hilft euch auch dabei, andere zu kritisieren. Macht er eine Übung falsch? Macht er einen Trainingsplan falsch? Je nachdem, welche Ziele er hat. Und so manch einer hat auch das Ziel, einfach nur Fett abzunehmen. Und selbst das ist nochmal ein eigenes Thema. Denn es gibt einen Fettbereich, den man an seinem Körper trägt, der durchaus richtig gesund ist. Und der ist weit über dem, was wir als kosmetisch attraktiv empfinden würden. Und trotzdem ist das noch gesund. So viel dazu. Ich bin sehr gespannt, das hier ist ein reines Diskussionsthema, wie ihr das Ganze seht. Könnt ihr dieser Argumentation folgen? Und wo seht ihr im Alltag vor allem die Probleme und die Missverständnisse, denen ihr begegnet, wenn ihr euren Sport, eure Sparte, Krafttraining, Fitnesstraining oder Bodybuilding ausführt? Wie oft kommen euch Kommentare vor oder Leute sprechen euch darauf an, dass etwas nicht gesund ist? Und wir haben hier noch nicht einmal den ganz ungesunden Bereich, der sogar bis ins Unrechtmäßige geht, besprochen. Das ist nochmal ein ganz neuer und anderer Bereich, der im Bodybuilding ziemliche Belastung trägt. Aber nur bis hierhin ist es bereits auch im naturalen Bereich nicht unbedingt eine Gesundheitspriorität, obwohl wir sie damit bis zu einem gewissen Punkt fördern können. Jetzt freue ich mich darauf, in diese Diskussion einzusteigen mit euch und ob auch manche von euch, die vorher so einen Kommentar geschrieben haben, dadurch merken, okay, das habe ich gar nicht bedacht, aber dann hast du recht, nur dann kann ich nicht mich als Bodybuilder zählen, sondern dann bin ich eben Krafttrainierender, Fitnesstrainierender, Gesundheitstrainierender. Und dann findet ihr auch euren Weg und dann wisst ihr auch, auf welche Tipps ihr hört bei YouTube und welche nicht und müsst nicht sagen, der hat Ahnung und der hat sie nicht. Nun ja, wenn ihr nochmal weiterführend dieses Thema vertiefen wollt, dann findet ihr das jetzt in diesem Video hier. Direkt weiterklicken und ihr findet noch ein paar Worte dazu mit dem Hintergedanken von dem, was ich jetzt gesagt habe. Und dann abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schaut mal bei Protein Arena vorbei und spart einfach Geld bei den Supplements. Und wir sehen uns bald wieder, sicherlich im Studio. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.